So, hallo alle zusammen und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Heute geht's weiter mit Lego Super Mario und da habe ich hier das Set mit der Nummer 71363, der Wüstenpoki. Das Erweiterungsset ist 2020 neu erschienen. Es besteht aus 180 Teilen und kostet normalerweise knapp 20 Euro. Das Set gibt's aber auch schon im freien Verkauf, da bekommt man es so für um die 15 Euro. Im Set sind dann zwei Gegner mit dabei, einmal der Monty Maulwurf und natürlich noch der Poki. Und hier auf der Rückseite sieht man noch die Funktionen, die das Set dann zu bieten hat, wie man zum Beispiel den Poki besiegt. Das testen wir natürlich aber nachher gemeinsam am aufgebauten Modell. Und links sieht man dann noch, dass Super Mario, die Startröhre und die Zielflagge nicht in dem Set mit dabei ist. Dafür braucht ihr dann das Set mit der Nummer 71360, das Starter-Set. Okay, dann lasst uns jetzt mal zusammen einen Blick in die Box werfen und mal schauen, was hier alles drinne ist. So, in der Box waren jetzt drei nummerierte Tüten. Zudem haben wir noch hier diese Platte, die lag lose mit drinne. Und zudem haben wir hier dann noch, ja, ich nenne es mal so ein Beipackzettel. Eine normale Anleitung ist ja bei den Lego Super Mario Sets leider nicht mehr dabei. Ihr braucht eine App, um das Set dann aufzubauen. Das wird halt hier dann noch so ein bisschen beschrieben. Und hier auf den nächsten Seiten sieht man noch ein paar andere Sets aus der Welle. Und hier drüben noch ein kleines Level. Und ich baue jetzt mal dieses Set hier auf. Und wir hören uns dann gleich wieder. Also, bis gleich. So, fertig. Hier haben wir jetzt das aufgebaute Set. Für den Aufbau braucht man ja wieder die App. Die kann ich euch mal kurz als erstes zeigen. Die meisten werden sie ja schon kennen, entweder aus anderen Videos oder vielleicht habt ihr ja schon selber ein Mario-Set aufgebaut. Zu einem Set benötigt ihr ja dann hier diese App und ihr startet einfach die App ganz normal. Dann wird kurz geladen und dann kommt hier der Startbildschirm. Hier sind jetzt alle Sets abgebildet, die ihr schon aufgebaut habt. Also in meinem Fall halt Bowser's Castle, dann hier das Starter-Set. Das braucht man ja, weil da Super Mario dabei ist. Die Startröhre und die Zielflagge und hier drüben halt noch das Set mit den Kugelwillis. Und hier hinten das Set, das wir uns heute anschauen. Und wenn ihr ein neues Set aufbauen wollt, dann drückt einfach hier oben auf dieses Teil mit dem Plus. Da kommen dann sämtliche Aufbauanleitungen für alle Sets, die es momentan gibt. Und überall, wo halt ein Haken dran ist, die Sets habt ihr dann schon aufgebaut. Die könnt ihr dann hier auch nicht mehr auswählen. Die müsst ihr dann halt beim Startbildschirm auswählen. Gut, und jetzt würde ich sagen, schauen wir uns das aufgebaute Set mal ein bisschen genauer an. Und da würde ich sagen, starten wir auch hier wieder mit den Figuren, mit den beiden Bösewichten. Und wir starten hier mit dem kleineren, mit Monty Maulwurf. Die Figur sieht klasse aus. Er hat auch wieder ein bedrucktes Gesicht bekommen. Das sieht super aus mit den zusammengekniffenen Augen. Dann sieht man noch die spitzen Zähne und die Schnurrbarthaare an den Seiten. Und ich glaube, diese Maulwürfe waren auch immer die, die immer so wütend waren und dann immer auf einen zugerannt gekommen sind. Wenn ich mich da nicht vertue, aber ich glaube, das waren die. Und ich finde, das Gesicht passt richtig gut dazu. Zudem sieht man hier auch wieder dieses weiß-schwarze Muster und außenrum halt das komplett braune. Unten hat man dann noch die Füße und die Beine, das ist dann wieder ein großes Teil. Von hinten sieht das Ganze dann noch so aus und seinen Scan-Code hat er dann oben auf dem Kopf, den sieht man dann mal hier. Da kann Mario ihn dann halt besiegen und das probieren wir jetzt gleich mal aus. Also ihr seht, Monty Maulwurf ist ein Gegner mit einem Leben, also einmal muss man draufspringen, dann hat Mario ihn besiegt, dafür bekommt er aber auch bloß eine Münze. Und hier haben wir dann den zweiten Bösewicht, den Poki. Und hier muss ich sagen, die Pokis, das sind somit die freundlichsten Gegner in Super Mario, wie ich finde. Er hat natürlich auch wieder ein bedrucktes Gesicht bekommen und das sieht halt so freundlich aus. Eigentlich will man ihn doch gar nicht besiegen, oder? Wenn man ihn so anschaut mit dem aufgerissenen Mund, man sieht auch noch ein bisschen die Zunge und auch die Augen sind weit aufgerissen. Also ich finde, der sieht richtig freundlich aus. Zudem hat er ja dann noch die rote Pflanze auf dem Kopf. Also eigentlich ja, ist es so ein Gegner, den man gar nicht besiegen möchte. Aber er hat hier an den Seiten dann auch noch grüne Stacheln und von hinten haben wir hier so grüne Teile. Das hat noch eine Besonderheit, also wir haben ja nachher noch eine Möglichkeit, den Poki dann zu besiegen an dem Set und da sind diese Teile dann auch wichtig, das zeige ich euch natürlich später noch. Eine Sache kann ich euch aber gleich noch zeigen, der Poki besteht hier aus vier dieser Segmente und die sind nicht miteinander verbunden, also die liegen einfach nur lose aufeinander über solche Platten. Von unten sind das so hellere Platten und von oben dann so dunklere, damit man halt weiß, wo oben und unten ist. Oben dunkel,
unten hell und auf der untersten haben wir dann hier auch den Barcode, wo Mario ihn dann eben besiegen kann. Man muss den aber nicht ganz unten hinstellen, man kann den auch zum Beispiel hier in die Mitte machen oder so. Das ist einem dann völlig frei überlassen. Und jetzt würde ich sagen, besiegen wir auch mal kurz den Poki und schauen mal, wie viel Leben er hat und wie viel Münzen Mario bekommt. Und ich dachte ehrlich gesagt, dass man beim Poki ein paar mehr Münzen bekommt, aber man bekommt auch bloß eine, genauso wie bei Monty Maulwurf, und der Poki hat auch bloß ein Leben. So, und hier haben wir dann das kleine aufgebaute Set. Das ist ja mein erstes Wüstenset mit den gelben Platten, die dann eben den Sand andeuten. Und wenn Super Mario da drüber läuft, dann gibt es auch dieses Sandgeräusch, das kann ich euch mal kurz zeigen. Und zudem gibt es hier noch ein paar kleine nette Details, wie zum Beispiel dieser Kaktus mit der Blume oben drauf. Oder auch hier neben diesem Gebilde sind zwei Kakteen, einmal hier auf dieser Seite. Und ich zeige euch das Modell auch mal kurz von allen Seiten. So sieht es von hinten aus. Und hier ist dann eben noch der andere Kaktus. Das sieht eigentlich ganz gut aus. Und hier rechts haben wir noch eine kleine Platte. Da können wir dann den Monty Maulwurf draufstellen. Und hier in der Mitte, da haben wir jetzt zwei so Schienen oder zwei so Auskerbungen und da können wir jetzt den Poki reingeben. Und zwar hatte der ja hinten dran diese Teile, die werden dann einfach hier oben reingesteckt. Ich zeige euch das mal kurz von der Seite, dann sieht man das besser. Einmal so oben rein und dann einfach nach unten gefahren, dann das nächste oben drauf. Noch das dritte und zu guter Letzt dann noch den Kopf. Und dann ist der Poki hier hinten eben aufgebaut und auch fest. Das Ganze sieht dann mal so aus. Aber das untere Teil, das ist jetzt frei beweglich, also das wird nicht mehr von dieser Schiene gehalten, weil hier gibt es jetzt die Funktion, um den Poki zu besiegen. Das ist nämlich hier vorne dieser große Hammer, mit dem kann man den Poki dann gleich besiegen, weil dieses komplette Teil hier kann man drehen. Und hier drin haben wir dann auch wieder einen Scan-Code und noch zwei Stats. Da können wir dann den Mario draufsetzen und dann kann er eben den Poki besiegen. Und das werden wir jetzt mal machen. Und jetzt hat man gesehen, wenn Super Mario ihn erst besiegen muss, dann bekommt er auch noch mehr Münzen. Also am Ende hatten wir jetzt 11 Münzen. Und wenn man einfach nur ganz normal auf ihn draufspringt, also wenn man ihn, ich sag mal, händisch auseinander nimmt und dann einfach nur auf den Barcode draufspringt, dann bekommt man halt nur eine Münze. Und das waren eigentlich auch schon wieder alle Details und Funktionen von dem Set. Ich werde jetzt noch kurz ein kleines Level aufbauen, wo ich dann halt dieses Set hier noch mit integriere und ja mal schauen, was da jetzt bei rauskommt. So, und hier habe ich jetzt mal ein kleines leichtes Level aufgebaut. Wie gesagt, von diesen Wüstenuntergründen, also von dem Sand, habe ich halt bis jetzt nur dieses eine Set. Deswegen musste ich jetzt hier noch ein bisschen Wasser mit dazu nehmen und hier drüben halt ein bisschen Wiese. Das Level ist ja recht simpel aufgebaut. Hier vorne ist halt die Startröhre, dann hat man hier einen Fragezeichenblock, da kann man sich dann noch ein Item rausholen. Dann kommt hier der erste Gegner, Monty Maulwurf. Dann haben wir hier eben die Funktion, um den Poki zu besiegen. Hier ist noch ein weiterer Gegner, den Kugelwilli, und dann geht es halt hier über diese Plattform zur Zielflagge. Und das werde ich mal kurz durchspielen. Thank you.
Gut, und damit kommen wir jetzt noch kurz zu meinem Fazit. In dem Set bekommt man ja zwei Gegner, den Monty Maulwurf und den Poki. Und vor allem den Poki finde ich super. Der ist richtig gut gelungen, der sieht toll aus. Und was mir auch noch sehr gut an dem Set gefällt, ist die Funktion, um ihn halt zu besiegen. Das ist allgemein bei den Super Mario Sets von Lego so, dass ich die Funktionen, um die Gegner eben zu besiegen, richtig klasse finde. Letztens schon bei Bowser's Castle und auch hier wieder bei diesem Poki-Set finde ich das einfach cool und es macht Spaß. Und dieses Set ist ja neben dem Set mit den Piranha-Pflanzen nur das einzige Set mit einem Wüstenuntergrund. Beziehungsweise es gab nochmal ein Set, die Nummer 40414, Monty Maulwurf und der Superpilz. Das ist aber, glaube ich, ein Set, das man so nicht kaufen kann. Das gab es mal als Gratisbeigabe bei Lego. Aber ansonsten gibt es halt nur dieses Set und eben das mit den Piranha-Pflanzen, wo dann ein Wüstenuntergrund dabei ist. Und da finde ich dieses Set hier schon mal richtig klasse. Zu dem Set mit den Piranha-Pflanzen mache ich demnächst auch noch ein Video. Wenn ihr das nicht verpassen wollt, dann könnt ihr den Kanal natürlich jetzt schon mal kostenlos abonnieren. Aktiviert dann am besten auch noch gleich die Glocke. Dann bekommt ihr mal eine Benachrichtigung, wenn ich ein neues Video hochlade. Und ihr könnt mir jetzt natürlich auch mal gerne eure Meinung zu dem Set unten in die Kommentare schreiben. Und wir hören uns dann beim nächsten Video wieder.